Und damit herzlich willkommen zurück zu RimWorld. So, meine Freunde. Ja, wir haben ja in der letzten Folge versucht, ein paar Sklaven zu bekommen. Und weißt du, was total klug gewesen wäre? Ihr habt es bestimmt schon gehört. Wenn man hier für Kolonisten und dann direkt für Sklaven macht, ist natürlich doof. Man müsste für Gefangene machen. Dann hätte man auch Gefangene machen können und nicht nur einfach Sklaven. Und ja, so ist das halt passiert. Naja, ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist zwar doof, aber naja, Vin Kunil wird wahrscheinlich nichts dazu sagen. oder vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist halt ein bisschen doof gelaufen, ne? Ich glaube, aber ja, was willst du machen, ne? Genau, das nächste, was ich noch machen wollte, ist hier, wir können hier Dächer anzeigen lassen. Und wir sehen, ah, okay, das Dach ist tatsächlich komplett. Dann war einfach nur die Kühlung wahrscheinlich ein bisschen zu schwach. Und ja, das ist ja okay. Was ich auch mal so geguckt habe, ich habe hier mal so ein bisschen da geschaut, man kann hier die Wärme sich anzeigen lassen. Und wir sehen, ja, draußen ist es schön kühl, schnuckelige 33 Grad. Aber wir sehen hier, da wird es halt kälter. Wir haben hier natürlich die kälteste Zone. Aber im Prinzip funktioniert mein Plan in dem Sinne ganz gut, dass wir sagen, ja komm, wir kühlen hier den Raum und ziehen das hier rüber. Hier sind wir mit 24 Grad zwar nicht unbedingt warm, kalt, so, aber wir sehen, es fällt, es geht auf 22 Grad. Und ich denke, das ist okay, meiner Meinung nach. Wir werden mal sehen. Vielleicht sind die unsere netten, lieben Leute da auch ein bisschen anderer Meinung. Dann das nächste, wir haben hier schon Kopftücher, die hergestellt werden sollen, was ich dann gerne machen möchte, einfach nur, weil ich die A ganz cool finde und B anscheinend gegen die Hitze ganz gut machen, schauen wir mal. Isolierung Hitze 15,3 Grad, ganz wunderbar. Ja, je höher der Wert, desto besser kann man in heißen Gefilden leben. Ich denke, das heißt, ja hier, um wie viel die Kleidung die höchste Wohlfühltemperatur des Trägers verbessert. Heißt also 15,3 Grad über dem normalen Wert. Und ich denke hier, ja, das geht dann halt ja 10,8 Grad unter dem niedrigsten Wert. Ich würde sagen, wir können das machen. Staubmantel gerne einmal, bis wir einen haben. Und genau das gleiche, wie du auch im Kommentar gesagt hast, vielen Dank dafür, ist dann halt auch der Cowboy-Hut. Das sieht wahrscheinlich dann ein bisschen bescheuert aus. Wir haben hier eine relativ gute Hitzeisolierung. Kälte, naja, das ist okay. Aber halt die Hitze. Ich glaube, Parker brauchen wir gar nicht dann, ne? Kann ich Parker nochmal hier anzeigen lassen? Ja, Isolierung, Kälte 36 Grad, aber Hitze halt überhaupt nicht. Deswegen würde ich wahrscheinlich den Parker nach unten stellen und hier dann den Cowboy-Hut noch dabei machen. So, Hose, T-Shirt ist normal. Kopftuch können wir auch mit nach unten packen. Das ist ja die Standeskleidung. Mit anderen Worten, wir möchten immer T-Shirt, Hose vorrätig haben. Wenn wir dann noch was übrig haben, gehen wir Richtung Staubmantel, Kopftuch und so weiter. Das ist halt eine Prioritätenliste von oben nach unten. Ja, das können wir so machen. Walz hat nichts zu tun. Was können wir Walz denn mal an Arbeit geben? Waldarbeit. Du könntest Waldarbeit machen, mein Guter. Befehle, genau, was ich gerne machen möchte, ist hier auf jeden Fall ein bisschen hacken. Walz geht, läuft rum. Naja, wir können hier auf jeden Fall auch mal ein bisschen frei hacken. Walz spielt Hufeisen. Macht er das denn? Ja, hier, komm, geh mal dahin. Eieiei, hat der das eilig. Ich meine, in dem Regen hätte ich es auch nicht eiliger. Aber naja, hier sehen wir, der erste Cowboy-Hut wird gebastelt. Sehr, sehr schön. Wenig Nahrung. Ach ja, genau, wir haben ja einfach was verloren. Finn ist aber da dran, organisiert uns ein bisschen was zu essen. Und wie gesagt, ich glaube, das möchte ich tatsächlich machen. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir gehen hier Richtung elektrischen Herd, dass wir den einfach hier hinstellen. Ist ein bisschen komisch mit dem, also wir haben ja da quasi den Ofen und der Ofen blastet dann die ganze Wärme ins Sins Haus rein. Aber er ist ja auch der Koch. Von daher ist das, glaube ich, okay. So. Oh. Verbleibende Arbeit 5. Tanja, komm. Mach den mal eben erstmal fertig. 5 Arbeit hast du doch übrig gelassen. 4, 3, 2, 1, zing. Aufgabe erledigt, Cowboy-Hut erstellen.
Achso, wiederhole, bis du einen hast. So. Genau, den holen sich die Leute, sobald sie ein bisschen Zeit haben. Tanja hatte dann zwischendurch nicht mehr so viel Lust, so viel Stahl rumzuschleppen anscheinend. Naja. So ist das nun mal. Hier habe ich mir überlegt, hier können wir ja unser Gefängnis machen, falls nochmal irgendwelche freiwilligen Mitarbeiter kommen. Dann wäre das hier, glaube ich, ganz okay. Und was ich hier machen möchte, weiß ich noch nicht ganz genau. In der Krankenstation wäre vielleicht ganz doof, weil die Leute dann da immer durchlaufen würden. Ich denke, dass das nicht so die klügste Idee wäre. Ja, wo können wir denn eine Krankenstation hinstellen? Wir könnten das hier quasi umbauen, dass wir hier quasi einen Weg machen und dann haben wir eine Krankenstation und hier was auch immer. Ich glaube, fürs Erste mache ich das sogar. Wir können das eventuell später noch ein bisschen umbauen. Aber dass wir quasi hier schon mal so eine Tür haben und die Zone erweitern wir mal. Also im Prinzip, das ist unser Lagerraum, den ich noch nicht wirklich schön gemacht habe. So. Dann haben wir hier nämlich unsere Krankenstation mit einem wunderschönen Pfeiler dabei. Steht sogar schon, Krankenstation abscheulich. Sehr schön. Ja. Genau. Dann haben wir das nämlich einmal. Hitzeschlag. Zeller. Zeller, warte mal. So, hier, Inventar. Leg mal den Hut ab. Zeller, hau dir mal den Hut auf den Kopf. So, und jetzt mal einmal Körper beginnender Hitzeschlag. Geht das jetzt runter dann? Sehe ich jetzt nicht, aber zumindest geht es nicht hoch. Das ist auch sehr gut. Ah, guck mal. Ah ja, klar, wenn sie irgendwo reingeht, wo es kalt ist, da geht es runter. Sehr gut. Wunderbar. Wenig Nahrung, wenig Kleidung, alles ist ein wenig schwer. Tanja. Tanja, was hast du denn? Schläfrig, heiß, durchnässt, schwitzig, nicht Bezugsperson von Missy. Das ist so doof. Ich sollte mit meinem gebundenen Tier zusammen sein. Ich finde das schade, dass wir das nicht ändern können, aber naja, so ist das nun mal. Schade. Gesundheit predigen? Nee, geht auch nicht. Ja, alles klar. Wir schauen einfach mal. Tanja, ich hoffe, dass der jetzt nicht gleich völlig durchdreht. Ist halt sehr, sehr schade. Die hat so einige Sachen, die ein bisschen schlecht sind. Schläfrig ist auch ein bisschen doof. Zeitplan, wie spät haben wir jetzt? 18 Uhr. Ich würde sagen, wir geben Tanja einfach mal ein wenig mehr Zeit für sich. Ich glaube, das ist okay. Die soll davon auch ein paar Stunden zur Entspannung haben. So, ich glaube, das ist okay, dass wir das machen. Dann kann sich nämlich Tanja mal ein bisschen entrümpeln. Weil die hat nämlich schon ein, zwei Mal Problemchen gehabt. Die ist ja schon mal durchgedreht und hat uns 1000 Eisen, 1000 Holz zerstört. Was ja total super ist, ne? So, Zeller hat das bald durch. Auch sehr gut. Walz forscht. Okay. Können wir auch mitmachen. Was forschen wir gerade? Xenogenetik, genau. Stimmt ja, da war ja was. Da müssen wir auch mal gucken, wo wir dieses Labor bauen. Aber die Musik ist gerade echt laut, so auf meinem Ohr. So, ich mache mir das mal ein bisschen leiser, sorry. Ja, wo können wir denn bauen? Einigermaßen. Wir könnten hier quasi einen Vorposten machen. Aber das wird dann schwer zu verteidigen. Das ist der denkbar dümmste Platz gewesen, wo ich die Basis gesetzt habe, muss ich mal sagen. Also klug war das nicht. Klug war das schon lange nicht. Klug war das schon lange nicht. Aber was wir machen könnten, wäre im Prinzip hier eine Wand, hier eine Wand. Dann haben wir dies ein bisschen freigeschaltet oder freigeräumt. Davor würde ich dann Verteidigungsmöglichkeiten bauen. Hiermit vielleicht mit den Barrikaden, die ich selber relativ selten bisher benutzt habe. Ich glaube, das machen wir. So, ich mache das mal wieder weg. Boah, ich versuche das immer wieder. So, und sagen dann Befehle. Ich hätte gerne, dass ihr hier so eine Schneise jagt. So und hier so. Genau, einen davor bitte auch noch. So, und dann können wir hier so eine Wand ziehen. Vielleicht bis, vielleicht, warte, vielleicht nicht so, sondern eher so. So, das dann hier so bündig machen. Und dann können wir hier ein paar kleine Häuschen noch dazu bauen. Welche, die wir nicht so häufig brauchen.
Ne, weil so, ich finde das Setup so eigentlich ganz geil, dass wir da einiges, also kurze Wege haben, uns alle ein bisschen zufriedener sind, sag ich mal. Walz, der demente Psychopath. Eieiei. Weil bis wir wieder also bauen können, wo wir wollen, das dauert leider noch einen kleinen Moment. Aber so ist das nun mal, ne? So ist das. Das hier interessiert mich halt extrem, ne? Da gucken wir rein, sobald wir da Platz haben. Ja, sobald wir das haben, so. Hier, ja, den lassen wir da mal liegen. So, wenig Nahrung. Warum haben wir eigentlich wenig Nahrung nur? 3 Tage lang. Ja, das ist okay. Können wir bald wieder ernten irgendwas? Ah, okay, wir haben so eine Hälfte-Hälfte-Situation gerade. Das ist sehr gut eigentlich. So, ernten. Quest verfügbar, Deserteur. Das klingt gut. Theophilus Lecapenus. Was? Theophilus Lecapenus. Lecapenus. So, ein Militärkoch kontaktiert dich aus der Nähe. Er ist aus der Armee. Komm. So, er ist aus der Armee der Fraktion das Türkise Reich desertiert und wird von einem loyalen Trupp gejagt. Er möchte sich dir in Hoffnungsstadt anschließen. Ah, okay. Also ja, kennen wir schon. In dem Sinne. Er ist ein Neuroformer, das ist auch nicht schlecht. Wenn wir gegen die Fraktion das Türkise Reich kämpfen und Zivirka eigenständig entwickeln wollen. Nein. Nein. Nee. Das möchte ich nicht machen. Der unschuldige Affe. Anarchist. Also Mike Anarchist Matschet, oberster Papst der Fraktion Leler, sucht nach einer sicheren Siedlung, in der er sich für 14 Tage um sein Haustier, ein Affe namens Siegfried, kümmert. Okay. 14 Tage. Laszlo schließt sich uns an. Mehr über Menschenhaut. Laszlo ist ein normaler Mensch. Schade. Weltraumflüchtling, gehört zur blutigen Krypta. Kann aber gut Bergbau, Kochen und Handwerk. Verweigert nichts. Das ist schon sehr schlecht. Sehr gut. Ja, ein Hightech-Bauteil wäre natürlich auch gut, aber da sind wir noch lange nicht. Sollen wir das. Ach komm, ich finde das gut, mehr Leute zu haben. Das machen wir. Mike kann sich gerne für 14 Tage uns anschließen. Blum. So, Kapseln eingetroffen. Siegfried, vielen Dank. So, und sein Affe natürlich. Das ist ein Affe. Hä? Warte, sollen wir uns da. Warte mal, habe ich die Quest falsch gelesen? Ach, in der man sich für 14 Tage um sein Haustier kümmert. Okay, ja, ich denke, das können wir mal versuchen. Tanja möchte gerne einen Affen haben, ne? Tanja, oder zumindest ein Tier. Tanja, du kriegst jetzt einen Affen. Ne? So, Training, alles gut. Ne, beschützen und so weiter möchte ich nicht. Soziallogbuch. Kann man denn überhaupt die Bezugsperson zuordnen? Ne, ne? Schade. Naja, wir haben jetzt einen Affen. Das hat doch was. Ich würde vielleicht dem Affen noch kurz eine Zone zuweisen wollen. Wo wäre das denn nochmal? Erlaubtes Gebiet. So, genau. Neues Gebiet. Umbenennen. Affe. So, wir erweitern Affe und Affe darf sich gerne in den Räumen und aufenthalten und hier. Obwohl. Wird er da genug Essen finden? Wahrscheinlich nicht, ne? Komm, wir verkleinern das wieder und dann lassen wir es einfach sein. So, wir schauen einfach mal, ne? Weil, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Unser Hund isst den Affe auf. Aber ist okay. Das ist ein Risiko, was ich eingehen werde. So, einmal das und dann gerne einmal die Böden. Welche Böden waren das denn? Meerböden und dann die hier, ne? Ja. So, einmal so. Genau, die Barrikade wird früher oder später weggehen. Nur so. Ah, schade. Aber da können wir eine Brücke langziehen. Ich finde das mit den Brücken eine sehr elegante Lösung, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut bisher. Dass wir dann da einfach sagen, hier, ich vergesse immer, wo die sind. Brücke wäre bei Strukturen, okay. Dass wir hier dann Brücken bauen. So, das zieht dann quasi am Feld vorbei. Ne, ich finde das cool irgendwie.
Leider haben wir keine andere Textur für die Brücken, dass das ähnlicher wäre. Das wäre ganz cool, aber ja. Was willst du machen? Ach ja, genau. Haben wir eigentlich. Ah ne, das haben wir nicht überdacht. Okay. Das möchte ich auch nicht. So. Teile eines Raumschiffes sind abgestürzt. Hallo. Hier liegen eh so viele Teile rum. Antiker Zaun. Cool. Wir haben uns die Karte noch gar nicht mit Sinn und Verstand so richtig angeschaut. Das ist ein toter Truthahn. Ein toter Truthahn. Ja. Da ist ein bisschen Feuer, aber sonst. Ja, hier 1000 Autos. Auch cool. Das sind auch neue Assets, oder? Oder habe ich die bisher einfach noch nicht gesehen? Das kann auch sein. Gefällt mir schon. Sarkophag aus Granit. Das Schöne ist, an diesem ganzen. Was wir hier haben, ich glaube, dass wir eine antike Bedrohung eher nicht zu fürchten haben. Dass so aus dem Untergrund plötzlich ganz viele von diesen Mechanoiden oder Exenthioiden kommen können. Was haben wir da? Gold. So, da ist eine große Stele, auch cool. Ja. Sonst gibt es ja nicht viel zu gucken, ne? So. Alles klar. Rose ist am Forschen, boah, wir haben das schon fast durch, ey. Geil. Ich finde das super. Also Rose klasse, Walz. Der ist halt da. So, Architekt, Befehle. Nein, das ist falsch. Rose, Kopie bauen. Hier hätte ich gerne, was weiß ich, schon mal zwei Betten, einfach nur so. Damit wir nicht plötzlich zwei Betten bauen müssen, wenn wir plötzlich zwei Freiwillige finden. So. Das waren ja Freiwillige, die dann bei uns arbeiten wollen. Und das hätte ich gerne einmal versetzt und zwar in so. Einfach nur darum. Hab keinen weiteren Grund. So. Zella kümmert sich darum, dass wir hier eine kleine Bresche schlagen können. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das genau machen. Also ich möchte von dieser Punkt quasi hier eine Wand bauen, da eine Wand, damit wir hier quasi so den Eingangsraum haben. Da werde ich wahrscheinlich auch noch eine große Verteidigungsinsel bauen. Mal schauen. Hauptsache, dass wir so ein bisschen das Land reclaimen, was hier so ist. Weil das scheint mir so, das scheint mir bisher so der größte Nachteil an diesem Biom zu sein. Sonst hat das sehr viele Vorteile. Wir können auch jederzeit anfangen, so, was weiß ich, kommen die Alpaka, jagen wir einfach mal. Ich denke, dass es noch genug Tiere geben wird. Hirsche, Alpaka, obwohl ich will, glaube ich, nicht alle Alpakas jagen, die es auf dieser Map gibt. Hier haben wir die Steingeiße. Was weiß ich, wir jagen einfach mal. Nein, die vier. Gute Idee. So, sollen sie einfach mal machen. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Fleisch auf der Speisekarte. Jade. Ja, genau. Das Problem ist, ich habe jetzt, glaube ich, mehr oder weniger alles, was ich an diesem Tag machen wollte, schon gemacht. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo das Spiel uns noch so hinführt. Verwirrung, Walz. Ja, aufgrund von Demenz, ne? Ja. Hauptsache, er geht nur verwirrt hin und her und fängt nicht an, irgendwelche Affen zu zerprügeln. Das fände ich sehr doof. Rose. Ja, Rose. Chemisches Verhungern. Oh. Ich bin fasziniert von Drogen. Ich brauche mehr davon, viel mehr. Das ist halt das Problem, wenn wir Rose bekommen sollten, weiß man ja nicht. Das mit der chemischen Substanz, sagen wir es mal so, die ist so ein bisschen abhängig. Ne? Aber ich glaube, da können wir mit leben. So. Auch cool, dass die Wege jetzt benutzt werden, die wir hier so drin haben. Guck mal, Zella hat was gefunden. Oh, warte mal. Zone erweitern. Ne, Zone verkleinern. Zip. Das bitte nicht auf den Weg legen. Das sieht ja nicht aus. So. Ich wüsste ja gerne, wie ich Rose jetzt einigermaßen friedlich stimmen könnte. Mal eben schnell Bier brauen ist nicht. Das müssen wir erst erforschen und dann machen. Was eigentlich auch total klug wäre, wenn wir hier Bier brauen machen würden. Weil das Problem ist halt, wenn man mit Bier anfängt, dass die Leute dann Bier haben. Und das dann auch benutzen. Hauptsache, das wird nicht zu viel. Das wäre halt ungünstig. Aber sonst, ja, mal gucken. Wir schauen einfach mal. Das hier bitte einmal nochmal medizinisch. Danke.
So, nebliger Regen. Wir haben auch ein Sauwetter erwischt hier, ne? Ist echt mies, das Wetter. So. Aber wir sehen, wir haben einigermaßen das Leben im Griff. Also mit der Wärme jetzt. So, rups. Das dann einmal gesnittert. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Leder, was auch sehr gut ist. Da, das Holz raus, sehr gut. Genau, was man hier schon mal machen könnte, ich baue das einfach schon mal. Strukturen, damit wir das halt gemacht haben. Strukturen, danke. So. Genau. So. Genau, viel mehr möchte ich noch nicht machen, bevor wir. Och nö. Och nö. Okay, dann gehen wir in der Mitte. Oh wow. Das wollte ich eigentlich. Sorry. So, Wand aus Holz. Wir gehen mal hier lang. Zack. 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 Und dann müssen wir hier auch einen höher. Zack. 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 Nein. Nein, nein, nein. Ja. So, Befehle, Holz hacken. Und dann mal gucken, Pflanzen entfernen. Einmal so, bitte sehr. Oh, da ist noch einer dazwischen. So, dann wäre das nämlich schon mal gebaut und da können wir uns dann nähere Informationen über unser Leben dann holen. Was ist das denn? Uranerz. Oh. Wir haben wieder Uranerz in der Nähe, das wir nicht benutzen werden. Nicht so schnell. So, hier können wir nicht bauen. Da können wir vielleicht das Feld einfach erweitern, was vielleicht auch cool wäre. Und hier dann ein kleines Häuschen. Für die, ja, fortgeschrittene Produktion. Oder, was man auch machen könnte, und das vielleicht ein bisschen früh, weiß ich nicht. Ja, okay, wir können nicht vernünftig hier bauen. Aber man könnte theoretisch hier so ein Haus bauen für die Herstellung. So, wie wir das letzte Mal auch gemacht haben. Und hier dann ein Lagerhaus machen. Relativ kleines, aber zumindest ein bisschen. Dass hier dann quasi unsere Herstellungssachen ist. Essen ist hier. Schlafen ist hier. Und ja, mal gucken. Vielleicht, also das hier sollten wir vielleicht mal demontieren. Einfach nur, dann können wir das hinlegen. Und ja. Über kurz oder lang fände ich das halt cool, wenn wir hier auch quasi eine so eine Reihe machen könnten mit Schlafzimmern. Aber ja, muss glaube ich auch gar nicht sein. Ne? Ich arbeite viel mehr mit den Overlays. Die fand ich letzte Mal ein bisschen sehr unübersichtlich, aber jetzt finde ich das sehr wichtig. Doch. So, was ich auch hier mache, darf ich. Sehr wunderbar. Das funktioniert auch sehr gut. Forschung abgeschlossen. Erzeuge Xenokeime, die du einer Person einpflanzen kannst, um sie genetisch zu verändern. Benutze einen Genextraktor, um Genpakete aus lebenden Personen zu extrahieren und sie in eine andere Person einzupflanzen. Okay. Wir machen Bier. Entschuldigung. So. Bio. Also erstmal die Genbank. Dieses Bauwerk kann Genpakete lagern und sie für die Erzeugung neuer Xenokeime nutzbar machen. Wenn es in der Nähe eines Genkombinators platziniert wird. Hier haben wir den. Große Genbibliotheken erfordern viele Gendatenbanken. Okay. Warte mal. Genbanken, die mit Strom versorgt werden, verhindern den Zerfall von Genpaketen und reparieren sie langsam. Okay. Der Genextraktor ist, denke ich mal, das, was der Genextraktor so macht. Er wird wahrscheinlich Gene extrahieren. Eine automatisierte OP-Maschine, die in der Lage ist, Gene einer Person zu extrahieren und daraus Genpakete zu erzeugen. Die extrahierten Gene werden zufällig aus dem Xenogen und Keimbahngenen des Gegners, der Person ausgewählt. Eine Person, die gegen ihren Willen in die Maschine gesteckt wird, bekommt schlechte Laune. Ach nein. Wenn Gene beim Nachwachsenden extrahiert werden, stirbt die Person. Ansonsten hinterlässt die Genextraktion keine bleibenden Schäden. Okay. Gene, die auf Archit-Kapseln angewiesen sind, können aufgrund ihrer Komplexität nicht extrahiert werden. Gut, wenn du genauso wenig verstehst wie ich, dann ist das okay.
Ein Arbeitstisch zur Herstellung von implantierbaren Xenokeimen mittels Genpaketen, die in nahen Genbänken gelagert werden. Die Genpakete werden bei diesem Prozess nicht verbraucht und sind wiederverwertbar. Oh, das ist cool. Da können wir, also auf der Genbank, ja, dann bauen wir da quasi so eine Bank. 8 Bauteile. Womit wir halt dafür sorgen können, dass wir irgendwann alle, was weiß ich, alle Gene haben und wir bauen uns den perfekten Menschen. Funken sprühen, die Schweißnaht blüht. Ich baue mir einen Prototyp. Gut, die Brettschneiderin namens Hensley stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte sie den Aufschlag überleben, wird sie vermutlich schwer verletzt sein. Hensley gehört zu keiner Fraktion, du kannst sie retten und hoffen, dass sie sich dir freiwillig anschließt oder sie einfangen, um sie zu rekrutieren oder zu versklaven. Dies ist ein wohltätiges Ereignis, also das Versklaven. Wenn du Hensley abweist, bekommen Gläubige der wohltätigen Überzeugung schlechte Laune. Ich würde sagen, Alter, Zeller, pass auf, was du machst. Rette mal eben kurz Hensley. Gut, dass die gerade draußen ist. So, einmal retten. Hensley. Hat auf jeden Fall eine etwas andere Körperform als unsere Leute. So, Hensley, wie geht's dir denn? Objekte selektieren, bitte. Körper. Hensley selektieren. Tod in 9 Stunden. Schuss. Tempel der Dominanz. Okay, 75% ist okay. So, Zeller, gib mal Gas. Oh, ich bin fast dafür zu sagen, dass wir hier Wege quasi schneiden müssen über die ganze Map. Früher oder später. Jetzt nicht so schnell. So, wer ist unser Arzt? Den können wir auch mal zur Seite stellen. Tanja? Jagdsteißfeld. Oh, okay. Wo bist du, Tanja? Wo ist unser Zweitarzt? Walz. Sinn. Wir nehmen Sinn. So, Sinn ist schon unterwegs. Wunderbar. Körper. Ja, tot in 7 Stunden. Ah, wir haben genug Zeit. Wir haben genug Zeit. Ne, boah. Tot in 6 Stunden. Hensley. Wir verlängern dein Leben. Kritischer Alarm, Tanja und Rose wahrscheinlich. Ne, nur Tanja, okay. Ah ja, Tanja. Starker Entspannungsmangel. Dann geh dich entspannen, du Frau. Damit meine ich nicht, dass Frauen zu doof sind, um sich zu entspannen. Hallo, Tanja. Wieso arbeitet die ganze Zeit? Zeitplan. Ist gerade aber 17 Uhr. Okay, die muss jetzt gerade arbeiten. Komm, entspann dich. Komm, du arbeitest nur halbtags. So, trägt das eben noch rüber. Und danach, bitte, trägt Reis. Kannst du dich bitte mal entspannen? Oh, ein Rotfuchs ist hungrig und macht ja, hier. Wo ist der Rotfuchs? Da oben, okay. So. Warte. Ich vergesse es doch immer wieder. Tanja. Ah, okay, das geht. Nur eine kleine Prellung. Gut gegangen. So, das war eben wegtragen. Weißt du, erst sagen wir, Tanja soll sich immer entspannen und dann sofort erstmal wieder zum Krankenhaus. Aber so ist das halt als Assistenzärztin. Kritischer Alarm. Tanja, ja. Schlachtet Kreatur. Alter, warum? Du sollst dich entspannen. Gibt es hier irgendwie was von wegen Entspannung jetzt als neues Dingens? Wir haben hier Feuerwehr, Patient, Arzt, Kinderpflege, Hilfsarbeit, Wärter, Wait.
Tierpfleger, unterhalten, kochen, jagen, bauen, Feldarbeit, nee, entspannen gibt's dann nicht. Tanja gefällt mir ganz und gar nicht. Hat sie denn inzwischen einen Cowboy-Hut? Gut. Bedürfnis. Will rollengerechte Kleidung, das Kopftuch. Das sollten wir wirklich irgendwann mal machen. Liegt das hier drauf? Ja, wunderbar. Okay, dann ist das nächste, was Tanja macht, sich ein Kopftuch. Sinn geht's gut, der Affe ist da. Ich hoffe, dass das nicht häufig passiert, dass der Affe angegriffen wird. Sinn ist Vollständigkeit. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Hensley wird gefüttert. Mal gucken, wenn Hensley dann. Wir haben hier noch ein Zimmer frei. Falls Hensley hier bleiben will, ich wäre dafür. Ich meine, Hensley ist, glaube ich, wieder nur ein Mensch, ne? Neandertaler. Schauen wir uns an. Ihr habt es jetzt gesehen. Ihr könnt ja gerne Pause machen. Wir schauen uns das an, sobald Hensley sich entscheidet, bei uns zu leben. Sinn, ist das wirklich die beste Art, deine Arbeit zu machen? Rose hat hier gemacht. Ah. Okay. So, wir machen die Folge nicht mehr allzu lange. Ich will euch ja nicht immer wieder so 35-Minuten-Folgen aufquatschen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt ein bisschen versuche, ein bisschen regelmäßiger das hochzuladen. Es ist im Moment, ich habe ja angefangen als Freiberufler zu arbeiten. Ich arbeite als Apotheker noch nebenher. Ich halte noch Vorträge nebenbei und dann auch noch das Aufnehmen. Soll nicht heißen, dass ich es nicht gerne mache. Ich habe richtig Bock dran und das macht auch richtig Spaß. Vor allen Dingen, wenn ihr mitmacht, das macht richtig, richtig Spaß. Ich habe mich sehr gefreut über die Kommentare von der letzten Folge. Also, nee, aber es ist halt, ja, man hat ein bisschen zu tun, ne? Man hat ein bisschen zu tun. Tanja, komm hier, hau dir mal dein Kopftuch auf den Kopf. So. So, voll rollengerechte Kleidung. Zack, das ist schon mal weg. Sehr gut. Das mit dem Entspannungsmangel ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die sich nicht entspannen will. Sagen wir mal so. So. Genau. Und ja, wir werden das hier, ich denke mal, ich werde das hier komplett roden. Einfach nur, also den Befehl geben, das komplett zu roden. Dann hier einen Weg bauen, mal gucken und dann mal schauen, was so passiert mit dieser Ecke. Weiter weiß ich noch ehrlich gesagt nicht. Können wir hier bis ans Wasser ranbauen? Natürlich nicht. Schade eigentlich. Wäre sehr cool, wenn wir so eine Wand bauen könnten. Aber das müssen wir quasi entwässern. Wie auch immer. Wie wir das dann hier verteidigen wollen, werden wir sehen. Ich denke, ich werde irgendwas Kurioses machen müssen, um hier ein bisschen Verteidigung reinzubringen. Spätestens mit denen hier. Ich hoffe, ich schau mal kurz, darf ich die überhaupt auf solchen Feldern bauen? Nee. Wahrscheinlich nur, wo es rot ist, darf ich das nicht bauen. Oh, warte. Das will ich dann nicht bauen. Ich schaue das noch eben ganz kurz. So, genau. Wo es rot ist, darf ich nicht. Wo orange ist, darf ich. Ja, mal schauen. Was ich halt auch machen möchte, ist quasi hier so eine Barrikade bauen. Vielleicht hier sogar noch eine Wand nach oben mit hier dem großen Tor. Wie auch immer. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback. Auch wenn es nur ist, hi. Genau, wenn du bis hierhin gekommen bist, dann gerne ein Hi in die Kommentare. Ja, nee, also sag mir, was ihr von unserem neuen Mitbewohner haltet. Siegfried, der gute kleine Affe. Und wir freuen uns, ja, wir freuen uns einfach über das Leben, über die Zeit. Und ich freue mich ganz persönlich auf euch in der nächsten Folge. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.